schon, oder? Noch, ja, ja, wir müssen ein bisschen mehr zusammen. Genau. So. Oder? Genau. Gut. Ja. Ich finde, geht's gut. Jetzt überlege ich noch, ob wir das ja, oder nicht. Ist das besser? Ist das besser? Ich bin gar nicht sicher, was meinst du? Wir haben jetzt hier ein Experiment. Ja. Was meinst du? Hilft so ein Dings? Oder ja, ich glaube schon ein bisschen. Ich glaube, es ist besser, wenn es so ist. Ich habe auch das Gefühl, aber es ist echt Höhe. Es darf nicht so in unseren Augen sein. Oder so, wie es eigentlich am besten ist, wie wir es hatten. Ja, wie wir es hatten. Mensch, gut. Können wir einfach reden? Ja. Läuft es schon? Läuft. Ach, es läuft schon die ganze Zeit. Es läuft schon die ganze Zeit, ja. Wir haben jetzt das schon eine 44 Sekunden Quatsch. Ah, okay, okay. Nein, also, ja. Wir schreiben ja beide über Städte im Norden. Von hier aus gesehen, wir sind ja hier in der Schweiz, genau. Und kommen beide aus dem Norden, aus Kopenhagen und aus Hamburg und schreiben Serien, die in diesen Städten spielen. Genau. Warum warum hast du deine Heimatstadt Kopenhagen als Hintergrund für deine Serie gewählt? Also ich hab eigentlich das Gefühl, ich habe gar keine Wahl gehabt, denn meine Stadt ist so ein großer Teil von mir. Ich wüsste gar nicht, wie ich ein Buch schreiben würde ohne Kopenhagen. Es ist wirklich echt so. Also ich bin da mitten in der Stadt aufgewachsen. Ich habe immer da gewohnt, außerhalb von 3 Jahren in München, als ich eine Ausbildung gemacht habe. Aber sonst war ich immer da. Und ich wohne heute etwa so 300 Meter von meinem Elternhaus, wo meine Mutter immer noch wohnt. Mhm. Ich kann das Haus von meinem Wohnzimmer sehen, über ein Meer, See, ja. Über einen See. Mhm. Und das heißt, es ist halt irgendwie, also ich brauche irgendwie diese Vertrauenheit mit der Stadt. Und dazu finde ich dann halt Kopenhagen sehr spannend, ja. Einfach. Es ist ja eine Stadt voller Geschichten. Geschichte und Geschichten und eine schöne Stadt, aber auch eine Stadt mit dunklen Ecken und schräge Persönlichkeiten und ganz verschiedene Milieus. Mhm. Ist es halt für dich auch eine Persönlichkeit? Ist die Stadt, oder sagen wir so, ist die Stadt ja. Auch eine, hat die eine Hauptrolle in deinem Buch, ja, so wie ja, eine schon. Figur? Und das, was ich mache, und jetzt bin ich mir gespannt, ob es bei dir genauso ist. Wenn ich Inspiration für eine neue Geschichte suche, benutze ich die Stadt sehr. Also ich finde halt Inspiration von den Gebäuden und von den verschiedenen Räumen der Stadt. Das heißt, also ich laufe oder radle, das ist bayerisch, aber ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt. Aber radle versteht man gut. Ja gut, gehe mit dem Rad durch die Stadt und ich sehe immer etwas, was mich inspiriert. Und das baue ich dann in der Geschichte ein. Es entwickelt sich ja. Von der Stadt okay. Einfach. Ja. Machst du das auch so in Hamburg? Oder? Ja, eigentlich schon. Aber das hätte ich dich jetzt auch gefragt. Wenn du sagst, es inspiriert dich eine bestimmte Sache, die du siehst, baust du die sofort ein, während du schon an einem Buch bist? Oder notierst du dir das? Schreibst du es auf? Oder notierst du dir das im Kopf? Oder? Es kann beides passieren. Also es kann, ja. Ab und zu sehe ich was, wo ich weiß, das will ich irgendwann mal gebrauchen und dann baue ich sozusagen eine Geschichte über diese Gebäude. Ja. Und manchmal ist es umgekehrt, da habe ich schon die Geschichte und dann weiß ich, oh, diese Szene könnte sich da ausspielen. Ja. Ja. Aber oft ist es so, dass ich halt einfach die Inspiration für die ganze Geschichte und für den Plot von der Stadt bekomme. Aber warst du schon immer in Hamburg? Also bist du auch da geboren? Ich bin geboren, aber woanders aufgewachsen, aber dann wieder und zurück. Dann wieder zurück. Gekommen, ich bin schon lange da. Ja. Und also ich mache das auch so, dass ich also viele Inspirationen aus der Stadt hole. Und zwar eigentlich immer, wenn ich es nicht suche. Also die tollsten Inspirationen kommen, wenn ich offen bin und an was ganz anderes denke. Und plötzlich sehe ich irgendwas, denke, ach nein, das ist ja unglaublich. Ja, genau. Und notiere mir das. Nur, man kriegt ja immer die Frage gestellt, oder? Ja. Wie kriegst du deine Inspiration? Ja. Ja. Und das ist eine sehr schwierige Frage zu beantworten, ja. Denn es kommt ja ganz unbewusst. Ja. Also wenn man am Bügeln ist, dann plötzlich ist die Idee da, oder? Ich finde ja. Ja. Oder wenn man am
Also ich kenne es auch, dass ich mich hinsetze an den Schreibtisch und einfach losarbeite. Und dann auch die Inspiration kommt, aber nie, wenn ich es erwarte. Nein. Nie am Anfang. Nein. Immer nach vielen Stunden. Oder ich... Nächster Halt, Zug. Zug, wir sind doch am Zug. Zug im Zug, cool. Und, ja. Dass ich kenne das eher so, dass ich an einer Sache arbeite, dann eine Pause mache oder schlafe oder eben dann kommt die Nacht. Und dann geht das weiter. Ja. Und am nächsten Morgen weiß ich dann plötzlich viel mehr. Ja, kennst du das auch? Ja, immer durch die Nacht. Also immer, wenn man sich völlig entfernt und wirklich nicht dran denkt, dann kommt es, dann löst sich von selber. Und deswegen mache ich zum Beispiel viele meiner Hamburg-Bücher, schreibe ich auch, wenn ich nicht in Hamburg bin. Das wollte ich dich auch fragen. Also ich habe nämlich die Inspiration aus der Stadt. Ja. Ich baue auch die Geschichte dann, vielleicht wenn ich in der Stadt bin. Ich ergänze auch, also wenn ich dann den ersten Draft habe, dann nehme ich nochmal Details und gucke die nach und recherchiere die nach. Aber ich schreibe viel oder große Teile des Hamburg-Romans entstehen dann woanders, weil ich dann brauche ich den Abstand, die Distanz. Ich habe nie dran gedacht, aber du hast ganz recht. Ich brauche den Abstand auch. Also nicht, ich kann schon in der Stadt bleiben, aber ich könnte nie von einer Stelle schreiben, als ich da war. Also ich muss mich auch entfernen, auch zeitlich. Also es muss eine gewisse Zeit gehen, bevor ich das beschreiben kann. Sonst wird es flach irgendwie. Es muss sich irgendwie so verarbeiten lassen und dann wird es was anders, wenn man schreibt. Oder? Denn ich glaube, das ist der Grund. Wenn du über Kopenhagen schreibst, ist es ja nicht objektiv Kopenhagen, sondern es ist dein Kopenhagen. Genau. Und ich glaube, deswegen braucht man den Abstand. Ja, sehr stimmt. Ich wollte dir gerne eine Frage stellen. Ja. Und zwar, und ich denke nämlich viel dran, was ist Spannung? Also was treibt eine Geschichte vor? Was ist für dich spannend? Also an erster Stelle, und das ist auch der Grund, warum ich das so gerne mag, Krimis schreiben, ist für mich Menschen, damit beginnt alles. Ich kann auch irgendwo sitzen und einfach Menschen beobachten. Und dann natürlich, wie verhalten sich Menschen in einer ungewohnten Situation? Und deswegen, und die ungewohnte Situation muss aber gar nicht irgendwie brutal sein oder so, ne? Also es muss nicht ein Mord sein mit viel Blut und so. Es kann auch Angst sein. Also jemand erwartet jemanden und die Person kommt nicht. So. Ja. Und dann, was kann, weißt du, dann die Sorge, die dann kommt. Jemand ist verschwunden. Finde ich fast spannender als jemand ist tot. Ja. Jemand ist verschwunden. Und die Spannung würde ich dann eigentlich erzeugen und finde das bei anderen Dingen auch spannend. Durch die Details, eigentlich durch eine Langsamkeit. Ja, genau. Weißt du, das ist mir gestern aufgefallen bei der Lesung. Wir haben ja gestern eine Lesung gemacht und ich habe dich zugehört und ich habe bemerkt, dass du hast so einen Trick. Es ist kein Trick, aber es war so, es ist mir Technik. Es ist mir aufgefallen, dass du machst es uns so angenehm. Es ist so schön. Man spürt die Sonne, man hört die Vögel, es riecht nach Gras, man fühlt sich wohl und die Tempo ist langsam, man ist dabei und plötzlich steht da jemand. Und das war so, das war so dermaßen spannend. Einfach da ist nichts passiert, aber plötzlich war jemand da. Und das war so, so clever gemacht, finde ich. Und deswegen habe ich die Fragen mit der Spannung. Ja. Also war so, zum Beispiel, ne? So. Aber es gibt verschiedene. Und dann finde ich, ist auch die Abwechslung wichtig. Ne? Ja. Also eine Szene, wie du es jetzt beschrieben hast, so eine Atmosphäre. Kontraste. Ja, und dann kann aber auch, finde ich, dann ist auch nötig mehr Action. Aber nicht nur Action. Nee. Der Wechsel. Und was ist für dich spannend? Ja, also heißt tatsächlich Zug. Also wir sind im Zug
im Zug in der Schweiz. Wunderbar. Ach so. Also für mich ist es sehr, sehr ähnlich. Also ich möchte aber auch, ich versuche auch ehrlich damit umzugehen, dass ich Gewalt auch spannend finde. Ja, das finde ich ja interessant. Es ist ja, ja spannend. Ja, es ist ja, und es hat so eine... Sag mal ein Beispiel, wenn du kannst. Also aus einem deiner Bücher. Oder ja, auch nicht. Oder ja, nee, gerne. Aus der Fantasie. Also okay, zum Beispiel in meinem zweiten Buch, Blutmond, in der Eröffnungsszene steht in Kopenhagen eine Prostituierte mit einem Kunden. In der Schnee, es ist Januar, und da kommt ein Obdachloser an ihn an, und er, dem ist schlecht sozusagen, und das sieht furchtbar aus, und sie, also er stört, der Kunde ist, wird, er ärgert sich und so, und dieser Obdachlose, sein Mund ist irgendwie, sieht... Nächster Halt, Bar. Bar. Vom Zug nach Bar. Ist so halb abgelöst und schwarz und furchtbar. Und ich hab diese Szene gesehen, also wie du weißt, wie das ist, man sieht es ja wie ein Film. Und es war für mich so, so spannend, wie dieser Mensch an den beiden zugeht, und der ist, also der ist halb gestorben, ne? Und bricht dann zusammen, und der Kunden rennt ab, und die Prostituierte nimmt, findet alles, was eine Werte hat, an dieser Obdachlose und läuft weg. Da er stirbt dann in diesem Park. Und das ist ja furchtbar. Ja. Das ist ja eine furchtbare Szene. Aber es regt dann auch irgendwie auf, oder? Also wir müssen ja auch ehrlich damit umgehen, dass diese Gewalt auch etwas hat. Und ich verstehe das nicht ganz. Denn ich bin ja eine ganz friedliche Person. Und ja, aber ich finde, man versteht es eben einerseits nicht und versteht es andererseits eben schon. Ja. Also, oder? Also man, sonst würde einen das ja nicht beschäftigen. Also ich kriege die Frage oft, also Frau Engberg, Sie sehen ja so nett und friedlich aus, wie kann das sein, dass Sie solche Szenen schreiben? Ja. Und da sage ich immer, ja, wie kann das sein, dass Sie solche Szenen lesen? Es ist ja genauso. Ja. Ich war ja auch immer schon immer eine Krimileserin. Ja. Und es hat was. Ja. Also, und dieser Gefahr, vielleicht liegt es daran, dass wir uns so geborgen fühlen, dass wir das Bedürfnis haben, ein bisschen mit diesen Gefahren umzuspielen, oder? Ja, damit zu spielen, aber ich glaube... Zu herausfordern. Ja, herauszufordern. Und warum? Ich glaube, weil man es in sich hat. Also jeder Mensch hat auch eine Aggression in sich, ist doch klar. Ja. Muss er ja auch für Notfälle. Ja. Und es ist, also wir verarbeiten auch diesen Teil von uns, den Gewaltteil, indem wir da spaßig mit umgehen und aus einer sicheren Distanz. Also ein Buch, ein Film, als Autor. Ganz genau. Und das ist ja Spannung für mich. Mhm. Das, was in dir auch gewalttätig werden könnte. Also nicht... Also für mich ist dieser Täter, der einfach krank ist, und der Serienmörder, der abgefahren irgendwas, das ist für mich nicht so spannend. Aber dieser Täter, der dein Nachbar sein könnte oder dein Freund oder man selbst. Genau. Natürlich. Das finde ich ganz arg spannend. Und deswegen denke ich übrigens immer, also manchmal, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber es spielt vielleicht ein bisschen mit rein, wenn die Leute sagen, siehst so nett aus, und dann schreibst du solche Sachen. Also, dass Leute sagen, ja, wie kann man denn auf solche Ideen kommen und so. Ich habe immer das Gefühl, dass wenn man sich damit befasst, gehört man zu den Leuten, die eben nicht gefährlich sind, weil man sozusagen diese Aggression ist in der Arbeit. Ja, ja. Viel gefährlicher sind die, die nur nett aussehen und nicht darüber schreiben und nicht darüber unterdrücken lesen. Und so. Ja. Ja. Also, hast du wahrscheinlich recht. Ja. Einmal kurz gucken, sind wir. Achso, das läuft ja immer noch. Das ist ja. Stimmt. Schon. Und du, manchmal sieht man die Berge im Hintergrund. Habe ich gerade gesehen. Ach, toll. Das ist ja, schön hier. Komm, oh ja, ja, genau. Das ist doch schön. Ja, warte mal, was haben wir noch? Das ist so interessant, ne? Ja. Und
Es ist, ja. Ist, ja. Wenn du schreibst, hast du einen Plan oder schreibst du eher so intuitiv oder wie fängst du an eine Geschichte an? Ich schreibe sehr stark mit Plan. Muss aber sagen, wie entsteht der, oder man muss sich fragen, wie entsteht der Plan? Der Plan entsteht intuitiv. Ne? Ich schreibe einfach los. Ja. Von so einer Grundidee und mit einer politischen Oberidee, die habe ich auch immer. Umweltpolitik oder ich weiß nicht, irgendwo Geldprobleme oder, ich weiß nicht, oder Rache. Themen, die ein Oberthema, ja. Genau. Ja, weil ich ja dann ein Jahr lang damit zu tun habe, mit dem Buch. Und dann es muss dich interessieren. Ja, genau. Genau. Und, aber was dann konkret passiert, das lasse ich relativ frei fließen, indem ich ein ausführliches Exposé mache. Und dann ist was heißt Exposé? Exposé ist so eine kurze Zusammenfassung der ganzen Geschichte. Ach so, das machst du? Treatment. Ja, das machst du zuerst? Ja, so eine Art Pitch? Ja. Ach so. Also richtig so, und daran arbeite ich auch sehr ausführlich. Also als würde ich dir jetzt die Geschichte verkaufen. Geschichte erzählen und auch entwickeln. Also ich erzähle dir, mir geht es darum, dass da ist jemand und der kommt nach Hause und da ist plötzlich liegt da eine Tote und am nächsten Tag kommt er zurück und dann ist die plötzlich weg und keiner glaubt. So. Und was ist dann? Dann erzähle ich immer weiter. Ja. Ich könnte es dir erzählen oder eben aufschreiben. Ja. Und indem ich es erzähle oder aufschreibe und immer wieder neu, wird die immer größer und wird die für mich real. Und dann irgendwann habe ich dann auf vielleicht 10 bis 30, manchmal 50 Seiten, habe ich dann die Zusammenfassung der Geschichte. Es beginnt damit und dann kommt das und dann kommt das und dann kommt das. So. Das ist aber ohne Dialog und ohne Atmosphärisches und so. Und dann füllst du ein, sozusagen? Ja, ne, dann fange ich neu an, dann habe ich die 30 Seiten. Ja. Und dann teile ich die ein in Kapitel. Ja. Dann habe ich 30 Kapitel. Und dann weiß ich, was in Kapitel 1 passiert und Kapitel 7 passiert und so. Und dann fange ich erst an, das Buch zu schreiben. Ich muss aber gleich dazu sagen, dass sich natürlich dann beim Schreiben sich Dinge wieder verändern. Ja, ja, natürlich. Und dann kann ich das aber anpassen. Also dann weiß ich, okay, hier die Frau sowieso, die eigentlich böse sein sollte, ist total nett geworden. Yeah. Und ja, das passiert. Das ist ja so komisch von selber. Ja. Die war einfach nett, die Frau. Ja. Und man hat es nicht gewusst. Nee, genau. Und dann muss ich das ein bisschen anpassen. Ja. Aber ich muss es arrangieren, weil ich kann es natürlich nicht total ändern. Also sonst ändert sich die ganze Geschichte. Und das geht eigentlich ganz gut. Das ist wie eine Reise. Du planst, ich fahre von hier nach da und ich will da und da und da und da stoppen. Ja. Aber unterwegs merkst du, das eine ist ein bisschen langweiliger, als du dachtest. Das ist aber spannender und dann passt man es an. Aber man kommt trotzdem da an. Ja. So mache ich das. Aber du machst es anders, ein bisschen anders schon, ja. Also bei mir fängt es immer mit Themen an. Und sag mal ein Beispiel. Oder was jetzt bei dem Neuen? Bei dem Neuen? Blutmond. Blutmond. Bei dem war es ein Thema über Sorge. Sorge. Ich habe meinen Vater verloren, schon einige Jahre her. Und diese Sorge und die Lebenskrise, die ich danach erlebt habe, fand ich, es war für mich nötig, darüber zu schreiben, aber ich fand es auch als Thema interessant, wie man mit Sorge umgeht und Abschied überhaupt. Das war so für mich so persönlich ein Thema. Dann habe ich ganz viele Jahre, ich war ja früher Tänzerin und Choreografin, und ich habe ganz viele Jahre Modeshows choreografiert. Und das heißt, ich war ein Teil von dieser Szene und ich habe sie immer witzig gefunden und auch, also sehr oberflächlich, aber auch voller Energie und auch mit, also... Hier kommt der Fahrkarte. Ah ja, genau. Es wird jetzt auch spannend. Luzern. Nichts.
Straße gucken. Oh Gott. Stopp. Prima. Geht das? Jo, ja. Und dann prima. Aber diese ist zu tief. Geht das? Ja, das ist schon das. Ja, so. Aber hält das? Ja. Aber diese Modeszene ist ja auch voller Tendenzen und Politik und voller, es ist irgendwie so eine Art, also von außen sieht es schon sehr oberflächlich aus, handelt ja nur um Fashion und so, aber es hat ja alle Tendenzen von Gesellschaft eben drin und Kunst und ich fand es halt sehr interessant, Politik, ja. Und das habe ich dann eingebaut. Das ist der Zürichsee. Ah. Ei, wow. Wie schön. Ah. Also ich finde es traumhaft. Ja, wirklich. Auch, dass man da noch die Berge sieht. Wir ziehen jetzt in die Schweiz. Ja, denn wir kennen ja, haben wir ja vorhin festgestellt, Luzern. Genau. Das kennen wir ja nicht. Das da plötzlich wie so eine Plakatwand gibt es hinter der Stadt Berge. Und so schön. Aber wie? Das gibt es ja in Kopenhagen nicht und in Hamburg auch nicht. Nee, bei uns ist flach. Ja. Flach und langweilig. Ja. Deswegen müssen wir schreiben, ja, oder? Wir langweilen uns einfach. Wir schreiben uns Berge. Ja, Dieser Zug fährt weiter nach Zürich Hauptbahnhof, Winterthur, Frauenfeld, Konstanz. Reisende in Richtung Ziegelbrücke, Sargans, Landquart und Chur steigen bitte um. Und Flughafen? Ja, hat sie nicht erwähnt, oder? Nee, wir hätten ihn fragen sollen. Ja, mach ich mal. Ja, müssen wir gleich noch machen, sonst muss aussteigen. Ja, muss ich dann vielleicht sowieso, muss ich mal telefonieren. Okay, ja. Ach, okay. Ja, bei Programm und alle Mode. Und dann, das war dein Oberthema für das Ja, genau, Buch. Genau. So, also das heißt, es fängt für mich mit Themen an. Ja. Und dann mache ich Tschüss. Dann fange ich immer mit einer Eröffnungsszene an. Ja. Ich muss mit dem Schreiben anfangen. Das heißt, ich schreibe die erste Szene, nur etwa drei Seiten oder so Buchseiten, ganz kurz. Damit ich weiß, ich hab das Gefühl, ich muss so eine Art Ton hören. So, ja. Das ist der Ton für den Buch. Ja. Und dann habe ich an der Wand ein riesen Storyboard, wo ich immer Ideen und Fotos aufhänge. Ja. Okay. Und da mache ich eigentlich ein Storyboard mit Post-its. Ja. Ich habe ja verschiedene Point of Views, verschiedene Erzählerstimmen, genauso wie du. Ja. Und jede Stimme hat seine eigene Farbe. Der Jeppe Körner, meine Hauptperson, ist blau. Seine Partnerin, die Annette Werner, ist grün. Also, da weiß ich, okay, in dieser Szene spricht er. Und dann mache ich halt die ersten so 5 bis 7 Szenen an der Wand und dann schreibe ich. Und dann mache ich noch mehr und dann schreibe ich weiter. Und am Schluss habe ich einen ganzen Buch an der Wand. Aber jede Kapitel hat ein Post-it. So. Und dann kann ich umtauschen und ändern. Und ich mache viele Änderungen unterwegs. Und dann hast du es so übersichtlich und visuell. Ja. Das macht es leicht. Ja. Das heißt, du hast ein richtiges Bürozimmer oder Büro? Oder wie machst du das? Ich habe zu Hause ein Büro, ein schönes Büro. Ich habe ihn früher mit meinem Mann geteilt. Jetzt habe ich ihn rausgeschmissen, damit es nur mein Büro ist. Denn ich habe überhaupt nicht atmen können, als er da war. Er hat geatmet und so. Das war furchtbar. Schon zu viel. Ja, schon zu viel. Der Arme. Nee, und da kann ich die Tür zumachen und bin ich halt für mich alleine. Ja, das muss ja sein. Das funktioniert. Ja, ich kann auch nur ganz alleine arbeiten. Ja. Ist ja da sitze ich in einem Stuhl, den ich von meinem Vater geerbt habe, sein Arbeitsstuhl. Und da ist er immer bei mir und ich kann ihn spüren und das hilft mir dann auch ein bisschen. Das ist ja interessant, wie schön. Ja. Und von Anfang an, also saßst du von Anfang an in dem Stuhl? Ist dein Vater schon so lange tot? Nein, also mein Vater ist, das ist ja auch eine Sache, der hat Krimis geliebt und er hat mir die Liebe beigebracht. Und wir hatten eine sehr turbulente Relation. Voller Liebe, aber auch voller Konflikte. Und als ich den Manuskript von Krokodilwächter, mein erster Buch, geschrieben habe, haben wir uns schon lange nicht gesehen.
Und dann haben wir uns getroffen und zusammen Mittagessen gegessen. Und ich habe ihn gefragt, ob er Lust hätte, dieses Manuskript zu lesen. Und er hat sich so gefreut. Der war so stolz. Und ich habe ihm den Manuskript gegeben. Und die Woche danach ist er dann plötzlich gestorben. Das heißt, er hat meine Bücher nie gelesen. Also er hat es nicht geschafft. Wo weißt du das? Er hat mir nichts gesagt. Es kann sein, er hat damit angefangen. Ja. Aber das reicht auch. Ja. Ich meine, das wäre schön, wenn das Ganze. Aber Hauptsache, nein, die eigentliche Hauptsache ist doch, dass du ihm das gegeben hast. Dass er es noch gemerkt hat, dass er gesehen hat, seine Tochter ein ganzes Buch geschrieben hat. Es fühlt sich zu nicht, knapp. Ja, es fühlt sich zu knapp. Ja, okay, ja. Es ist uns nicht gelungen, so ganz. Aber das ist, glaube ich, wahrscheinlich immer so. Ja, wenn jemand plötzlich stirbt, dann. War das sehr überraschend? Ja. Der war nur 69 und nicht krank. Das heißt. Herzinfarkt. Einfach plötzlich. Aber das heißt, deswegen, glaube ich, habe ich auch das Bedürfnis, ihn bei mir zu haben, wenn ich schreibe. Denn ich habe das Gefühl, wir haben es versucht und fast erreicht. Ja. Und dann muss ich ihn. Und jetzt umarmt er mich sozusagen. Das ist aber auch interessant. Ne? Also vielleicht wäre es sonst, also das ist für dich jetzt ein Motor und ein Halt. Und wart mal ab, weißt du, am Ende deines Lebens, wenn du dann ganz viele tolle Bücher gemacht hast, wirst du vielleicht merken, das war letztlich doch richtig so. Ja, hättest du vielleicht nicht diese Energie gehabt, wenn er von Anfang an total präsent dabei gewesen wäre. Kann auch sein. Wer weiß, was er gesagt hätte. Ja, stimmt. Stimmt. Vielleicht hätte er gesagt, du das wird nichts. Du kannst es nicht. Und jetzt kann ich mich vorstellen, er ist einfach stolz. Der ist so nur stolz und glücklich. Ja. Stimmt. Ja. Das stimmt, ja. Ja, ist schon. Aber Es ist komisch, was einen so motiviert. Also, ich kenne das auch, aber also auch so Leute, die also Autoritäten von früher, die mitreden oder mitreden wollen. Oder, also, ich weiß zum Beispiel, dass meine Großtante, von der ich vorhin kurz sprach, die selber auch schrieb, war sehr diplomatisch. Also, sie wollte immer wissen, was ich schreibe. Aber das fand ich, als ich noch jung war und noch nicht geübt war und noch nicht meine Stimme gefunden hatte, meine Schreibstimme, war mir das unangenehm, ihr das zu zeigen, weil es eben nicht fertig war. Was sie verstanden hat, weil sie das ja kannte. Aber trotzdem hat sie es natürlich sehr interessiert. Und da hat sie mal zu mir gesagt, da saß man so beim Mittagessen bei ihr zu Hause und es war ganz schöne Atmosphäre, ganz ruhig. Und man guckte so in den Garten und da war es still. Und dann sagte sie plötzlich, ich will dir was sagen. Ich würde nie fragen, aber ich wollte nur, dass du weißt, dass wenn du mir was zeigen möchtest, was du schreibst, würde es mich sehr interessieren. Also sehr diplomatisch. Aber sie hat es kapiert. Sie hat es natürlich kapiert, die hat zum Beispiel auch mein erstes Buch, meinen ersten Krimi hat sie nicht mehr mitgekriegt. Das finde ich im Nachhinein auch schade. Ja. Aber es war jetzt, ich weiß nicht, es wäre eben nicht gegangen. Und bei meinem Vater, wie war das da? Ich glaube, der ist auch vorher gestorben. Aber ich hatte vorher so Sachbücher gemacht, das haben die dann immerhin gesehen. Also, trotzdem. Aber deswegen, ich kann es trotzdem nachvollziehen, dass es schon was Besonderes ist, wenn Menschen, die einem wichtig sind, ein Buch, das einem wichtig ist, ist ja auch wie ein Kind, kennengelernt haben. Ne? Ja. Natürlich. Aber jetzt, wo ich dann selber Mutter bin, dann weiß ich ja auch, mein Sohn könnte nichts machen, was mich noch stolzer machen würde. Also ich bin ja schon so stolz auf ihn, es ist ja egal, was er macht. Also irgendwie, so ist es ja. Ja, klar. Aber als Kind will man ja immer die Eltern stolz machen trotzdem. Ja, natürlich. Und willst du denn... soll ich sagen, planst du richtig weit im Voraus mit deinen... Also ich plane nichts im Leben. Ach. Es funktioniert für mich nicht. Alles intuitiv bei mir. Es muss sich gut anfühlen. Und hat sich auch bestätigt? Ja, finde ich schon. Ja, okay. Also ich
für mich ist am wichtigsten, dass es mir Spaß macht zu schreiben. Das, was ich schreibe, muss mich auch interessieren, wie du sagst. Und die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, muss ich mögen. Also das ist, es muss einfach, also ich bin ja nicht mehr 22, also ich bin nicht von Erfolg und Geld super beeindruckt. Ich will einfach, dass es... Nee, wenn man älter wird, merkt man einfach, was die Zeit... Ja. Genau. Seite ist eben wirklich das Wichtigste. Ne? Ja, genau. Und wohlfühlen, sich entwickeln. Ja, genau. Es muss Spaß machen, es muss immer weiterführen und wachsen. Ja. Und ja, dass ich halt die Welt jetzt sehen darf und andere Autoren wie du treffen darf, das finde ich ist echt schön, ne? Wirklich schön. Finde ich auch. Ja. Okay, das war ein schöner Abschluss von unserem Schweiz-Gespräch. Also wir hatten ja die Idee gerade am See, am Luzerner See, auf dem Weg zum Bahnhof. Und jetzt haben wir allerdings wenig von der Schweiz gesehen. Man sieht auch nicht sehr viel im Moment. Wir können nachher ein Video angucken und dann alles. Also, okay. Tschüss.